Ja, damit ist der Film Die Fliege gemeint. Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernard zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grün-Tentakel. Wie war das, Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich will euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Ein Haufen Purpur-Tentakeln. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Niemand darf sie anfassen. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns. In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station, die Welt! Was machen wir jetzt? Wow! Die Wirkung lässt nach. Wegrennen, würde ich sagen. Aha! Lauft los! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Einfach mal draufhauen, das klappt immer. Leise, vielleicht findet er uns ja nicht. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Ja, leider muss er uns aber finden. Wir müssen nämlich, erstmal haben wir nichts mehr. Immer hauen sie ab, wenn ich sie ver... Aha! Oh oh. Nimm das! Und das! Mist! Ja, gut. Einmal groß werden, bitte. Gut. Und dann bitte diese Tür hier öffnen. Ohne dass er uns bemerkt diesmal. Aha! Oh, doch, er bemerkt uns. Nimm das! Und das! Mist! So, jetzt durch die Tür durch. Und da durchs Mauseloch. Dafür sind nämlich die Mauselöcher hier da. Können wir den schon mal keine umdrücken? Zeit dafür. Nö. So, nehmen die Bowlingkugel mit. Die brauchen wir nämlich.
Die kann nur Hugi schleppen. Nett. Und den können keine wir nicht Zeit dafür. Den können wir nicht umdrücken, aber wir können die Tür öffnen. Hey! Wo ist der hin? Er ist weg. Wir können hier reinschauen. Hier ist die Tür nämlich offen. Hier sitzt nur der Hamster und alles. Hm, diese Tür ist wohl verriegelt. Und die ist abgeschlossen. Okay. Nee, ich will wieder nach unten, bitte. So. Und weiter runter. Und so in die Uhr rein ins Labor nämlich. Die haben erstmal Dr. Fred da gefesselt. Hallo. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Bring mich hier raus! Ich fühle mich, als würde ich mich verpuppen. Ja, Dr. Fred wird sein wunderschönen Schmetterling. Entschuldigt mal. Was wollt ihr? Dürfen wir wohl den Hebel da umlegen? Könntet ihr uns etwas Chinesisches? Hinter euch ein dreiköpfiger Affe. Hinter euch ein dreiköpfiger Affe. Der einzige dreiköpfige Affe steht hier, vor uns. Jetzt haut ab. Das ist übrigens ein Joke aus Monkey Island. Entschuldigt mal. Was wollt ihr? Welcher von euch ist der echte Purpur-Tentakel? Welcher von euch ist der echte Purpur-Tentakel? Wir alle, Blödmann. Hast du vorhin nicht aufgepasst? Jetzt haut ab. Eigentlich keiner von euch. Der echte ist ja mit der restlichen Armee abgehauen. Entschuldigt mal. Was wollt ihr? Dürfen wir den Hebel umlegen? Dürfen wir wohl den Hebel da umlegen? Keine Chance. Jetzt haut ab. Nein. Entschuldigt mal. Was wollt ihr? Chinesisches Essen. Könntet ihr uns etwas Chinesisches zu essen holen? Netter Versuch. Klappt aber nicht. Jetzt haut ab. Tja, dann gibt's nur noch eine Möglichkeit. Bowling. Wie das Ganze zum Bowlingball wird. Alle 10. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Leider nicht. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Und wieder werden wir geschrumpft. Ihr Menschlinge zählt einfach nichts. Ha! So, der ist so gemein und steckt die Maschine wieder an. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Aber wir können mit dir reden. Also, was hast du gegen die Menschen? Wir müssen jetzt die Welt retten. Bist du wirklich aus der Zukunft? Oh, wir sind wieder groß. Bist du wirklich aus der Zukunft? Wer sollte sonst so genial sein und den Miniaturisierer erfinden? Erinnerst du dich an etwas, das noch nicht passiert ist? Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpur-Tentakel aus unserer Zeit? Wie kannst du Haare ohne Schuppen haben? Wie kannst du Haare ohne Schuppen haben? Es war nicht leicht. Aber das Geheimnis machte mich sehr reich. Bist du sicher, dass du eine Zukunftsversion vom Purpur-Tentakel bist? Du bist ganz schön geschickt mit den Dingen. Bist du sicher, dass du eine Zukunftsversion von Purpur-Tentakel bist? Ich sagte doch, ich war es. Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpur-Tentakel aus unserer Zeit? Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpur-Tentakel aus unserer Zeit? Genauso intelligent. Aber ich hatte 200 Jahre, um über alles nachzudenken. Ja, er macht sich auf jeden Fall schon mal selber nicht lächerlich. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Nein, danke. Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Also, was hast du gegen die Menschen? Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind.
Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden. Hört sich an, als wäre es Dr. Freds Fehler. Nee, Menschen haben die Matschmaschine erfunden. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Blödsinn! Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Freds Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Ja, Paradoxon, also wenn etwas in der Zeit fehl am Platz ist, sozusagen. Ja. Wer Fred? Aber es gibt doch nur einen. Wer Fred? Aber es gibt doch nur einen. Richtig, jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Aha. Bald wird es auch der Rest der Welt. Nochmal über bist die du sicher, dass du eine Zukunftsversion von Purpur-Tentakel bist? Ich sagte doch, ich war es. Erinnerst du dich an etwas, was noch nicht passiert ist? Ja, das möchten wir uns noch geben. Erinnerst du dich an etwas, was noch nicht passiert ist? Natürlich. Werden die Sharks nochmal gewinnen? Schaffen wir es, dich zu besiegen und die Welt zu retten? Schaffen wir es, dich zu besiegen und die Welt zu retten? Natürlich nicht. Schade. Kannst du uns ein paar Börsentipps geben? Kannst du uns ein paar Börsentipps geben? Investiert nicht in Schuhe. Tentakeln brauchen keine Schuhe. Werden die Sharks irgendwann nochmal gewinnen? Werden die Sharks irgendwann nochmal gewinnen? Nein, aber die Tentakel tun es. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt besser. Ich glaube, wir gehen jetzt besser. Wenn ihr wollt, ihr werdet die Versklavung der Menschheit nicht verpassen wollen. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Nein, ist sie nicht. Reden wir noch mal über deinen Hass. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Vielleicht macht das ja Spaß. Genau das wollen wir nämlich erreichen. Sepp. Und genau an Dr. Freds Stirnleuchte abgeprallt. Können wir das ausdiskutieren? Nein, können wir nicht. Rede. Sicher. Können wir das aus... ja, so diskutieren wir. Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Ja, wo verschicken wir ihn jetzt hin? Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Nach Sibirien! Und aus mit der Matschmaschine. Jetzt verschwinden die ganzen Kopien. Jetzt kommen Schmetterlinge aus der Maschine. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Epilog. Nein, ihr könnt noch nicht nach Hause. Ihr seid nämlich immer noch zusammengewachsen. Tja, Kinder, das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, Star Wars. Schon okay. Okay, erst einmal X-Ray Röntgenapparat. Ja. Idioten, es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Jetzt werden sie knallrot. Oh ja. Wie genial.
Bernhard klettert als erster raus. Und Hogi hat wohin gelangt, wo er nicht hätte hinlangen sollen. Bong. Puh, bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung? Nein, eben nicht. Die Tentakelfahne wird geäst. Ende. Ja. Das war das grandiose Spiel Day of the Tentacle. Oh ja. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich daran. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie viel ich noch von dem Spiel wusste. Das ist immerhin so lange her, dass ich das gespielt habe. Ja, wie gesagt, da war ich 12 oder sogar noch jünger. Boah, also ja. Was für ein Krampf. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Welt gerettet und die Tentakeln. Naja, es gibt immer noch nur Purpur und Green. Weil Purpur kein Matschbrühe saufen konnte. Aber wir haben die amerikanische Fahne verhunzt. Seht euch das an. Rülpsen, Heulen und Verschmutzung. Okay, ja, die Credits sind auch etwas sehr interessant. Ah, was soll ich zu dem Spiel noch sagen, außer dass es krank ist, verrückt und endgeil. Ah, ich hoffe, ihr wart bis zum Schluss dabei. Wenn nicht, schämt euch und fürchtet euch heute Nacht, wenn die Tentakeln kommen und euch holen. Ja, in diesem Sinne lasse ich jetzt noch das Intro durchlaufen und wünsche euch viel Spaß bei meinen anderen Projekten, wenn ihr denn dazu seht. Wir sehen uns auf jeden Fall dort wieder. Also bis dann. Ja, LucasArts Entertainment. Sehr schön. Ja. Das war's dann soweit. Kommt noch was? Nein, ich kann nur Pause machen.